schön, dass ihr wieder da seid. Oder schön, dass ihr generell da seid. Und ich werde ja immer dunkler. Hallo? Pink, Gold, Peach. Rosa, Gold, Peach. Okay, ich habe eben schon gesagt, das wäre Metal Mario, wäre ein unnötiger Charakter. Aber Pink, Gold, Peach. Pink, Gold, Peach. Ich meine, ernsthaft? Aber gut, ich will mich nicht aufregen. Wir spielen stattdessen mal den Stern-Cup, würde ich sagen. Das ist doch... macht doch mehr Spaß, oder? Als uns über irgendwelche unnötigen Charaktere aufzuregen. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es mehr als genug Leute, die Pink und Peach sehr gerne fahren werden. Von daher... Und hier nochmal, ein Sunshine Airport. Wir haben einfach ein Sunshine Airport. Ich will Dent nochmal, auch wenn das passt, egal ob oder nicht, einfach Mario Sunshine Remake, verdammt. Ja, ich habe das mit dem Start aber nicht so ganz. Ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ansonsten ist es auch cool. Also, die Strecke sieht so schön aus. Ob sie in einem HD-Remake Mario Sunshine theoretisch wirklich komplett Open World machen kann? Also, dass man sich zwar immer noch aussucht. Ja, das wäre wegen der Levelauswahl dann ein bisschen doof. Ne? Aber Koopa sind wieder gut. Also, Koopa-Inseln. Das wäre von der Auswahl doof. Da muss man sich theoretisch ein Level auswählen und dann musst du kurz den Teil laden und dich dann dort in Echtzeit zum Beispiel hinschießen oder sowas. Das wäre aber wohl auch cool. Dann noch lieber getrennte Abschnitte, die dafür noch was aus. Ist ja auch egal, bin mir sowieso noch nicht sicher, ob es kommt oder nicht. Wobei ich es ganz witzig fände, wenn sie es jetzt auf der E3 in der Woche ankündigen und ich dann mit dem Let's Play irgendwie ziemlich doof dastehe, weil nach dem Motto, was findet der Kerl das angekündigt? Allerdings. Und ich möchte euch hier auch wieder auf diese Powerboost-Möglichkeit hoffen, was nun hier rechts im Hintergrund. Nein, der blaue Panzer verkommt. Immer im falschen Moment. Weil ich sagen wollte, da hinten die Cooper-Strände im Hintergrund. Dann Cooper. Cooper. Berge, Inseln, whatever. Cooper halt. Sheldon Cooper. Für die Backpack-Serie. Weil schlechter wird's mehr. Das wollte ich eigentlich sagen. Wenn ich da unten auf dem Fahrrad schalte, mich an. Schade, da ich schon in der dritten Runde bin. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Wo war ich denn? Genau. Wäre ja auch eigentlich ziemlich cool, wenn das quasi die Insel ist, auf die man, auf der man in richtig Teil gefahren. So. Fände ich eine coole Sache. So, 1A Top-Landung wäre schön. Das ist gut gemacht. So, hier die Abkürzung haben wir auch entdeckt. Das ist nett. Die kann man ja auch ohne Pilz nehmen. Und Abkürzungen ohne Pilz sind immer willkommen. Und Abkürzungen mit Pilz auch. Wäre auf der anderen Seite aber auch doof, weil bisher hatte ich noch nicht so oft einen Pilz, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, ich hatte 50% der Male, wenn ich ein Item hatte, waren es Münzen. Die man gerade schön gründen hat, aber haben wir jetzt sehr viel. Auch sehr geil.
und Taucher-Tots. Das ist natürlich auch sehr witzig. Ah. Die Taucher-Tots. Ja, ja. Ach, doch, das war zu viel. Ja, man will halt immer den perfekten Powerstart. Sag ich, achte jetzt mal, ob ich in der nächsten Runde die Spuren im Sand hier sehe. Das sieht ja mal richtig cool aus. Das ist ja wohl das. Nein! Warum bin ich denn da runtergefallen jetzt? Wo zum Geier bin ich da denn hängen geblieben, bitte? Das ist ja wohl eine Sauerei. Das geht mal, das ist ja sehr witzig. Und da hat man noch ein neues Item gesehen, die Erdbeerpflanze. Die etwas vor oder hinter einem R fährt. Ich glaube, sie fährt immer vor einem, aber sie kann auch noch hinten schrappen. Bombe! Ja, also sie fährt vor einem und kann. Schnappt sich so alles, was so in der Umgebung umgurkt. Egal, ob das jetzt Fahrer oder Items oder ich glaube Mützen auch. Also sie schnappt sich einfach. Sie schnappt sich. Sie schnappt sich einfach alles. Gibt dir dabei sogar noch einen kleinen Boost. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob die Spuren erhalten bleiben oder nicht. So, ich muss ja allerdings noch ein bisschen aufhören. Kann nicht sein, dass ich Dritter oder Zweiter bin. Zweiter, Vierter, Fünfter. So, da ist der Erste zu finden. Komm und schnapp sie dir alle. So, dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwo. Ach, ich sehe hier jetzt mal keine Spuren. Es werden vielleicht aber auch einfach zu viele, weil sie hier ja tatsächlich immer hinterlassen werden. Aber trotzdem schauen wir doch. Gib mir das eigentlich nochmal ein extra Boost. Oh, noch. Und Cheap Cheeps. Natürlich, und Cheap Cheeps. Sind hier natürlich nicht mehr zu Hause. Oh, das war toll. Das ist der Aal aus Mario Sunshine oder aus Mario 64. Sieht ein bisschen mehr aus wie der Aal aus Mario 64. Ja. Da könnte natürlich auch ein ganz anderer Aal sein, aber merkt man mal, das ist auch Mario 64. Ui. Da könnte ich mit meinem Filz auch super abkürzen. Aber, erster Platz. Ach, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ja, meine. Sieht sehr schön aus, ja. Ihr habt nichts gesehen. Zum Glück habt ihr nichts gesehen. Ist das klar? Ich habe keine dreckigen Socken. Vor allem habe ich sie nicht an. Ja? So, Discotron. Die Musik passt noch nicht so wirklich. Aber ich spüre den Beat schon. Ich spüre ihn. Yeah. Gott, bin ich heute aber. Heute habe ich einen Glauben gefrühstückt, glaube ich. So, jetzt alle vor dem Computer einmal aufstehen und mit dem Beat tanzen. Yeah! 80er Jahre Style! Das ist tatsächlich schwer zu steuern, wenn man so. Ups. Da hätte ich vielleicht ein bisschen frontal drauf fahren dürfen sollen. Aber die Streckendetails sind dann auch sehr geil.
Und tatsächlich auch irgendwie ein bisschen an die 80er Jahre, auch wenn ich in den 80er Jahren dann wirklich so zurückgekommen habe. Weil, ich meine, ich war nicht auf der Welt. Ja, habt ihr das gehört? Die Strecke hat Geräusche gemacht. Das ist ja wohl abartig cool. Und hier die Piranha-Pflanze, die Neon-Piranha-Pflanze, das ist so geil. Da links auch nochmal die Neon-Piranha-Pflanze, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Ah, ich liebe dieses Spiel. Definitiv das beste Mario Kart. Als Moose haben wir am meisten Spaß mit allem. Ich hatte einen Double Dash. Double Dash, Mario Kart 64, Mario Kart 7. Ich hatte eigentlich mit viel Mario Kart sehr viel Spaß. Mario Kart 8 scheint mir bisher tatsächlich richtig geil und klein zu sein. Ja. Ich meine, bei welchem Mario Kart, warum verschieße ich eigentlich so ständig meine Panzer? Bei welchem Mario Kart hat man so viel Spaß mit 50 Cent CC gekommen? Hab. Klassement. Ja, bei Klassement. 50 CC. Ja, der will ich anstrengen. Links aber rechts, links aber rechts, links. Nein, ich kenne auch keinen Musik-Termo, sonst würde ich da jetzt sagen, ja, mach den Synthesizer rein. Ich glaube, man kann tatsächlich entscheiden, in welcher Richtung man das macht. Also je nachdem, ob ich... Nein! Oh nein. Okay, das war fies. Blöde Strecken. Nee, Quatsch. Da hier. Ich wollte ein böses Wort um uns haben, das werde ich unterlassen und sagt keine bösen Worte. Ja. Die Wario-Abfahrt. Die Wario-Abfahrt ist eine Strecke, auf die ich mich echt gefreut habe. Der hat mich nicht spoilern lassen. Ich habe nur gesehen, dass es sie gibt. Wir springen nicht aus dem Hubschrauber. Ist der Hammer! Geil, ist das nicht? Wir springen aus dem Hubschrauber. Ist ja geil. Wir fahren hier einfach den kompletten Berg runter. Ich will 1080. Ich will. Oder Snowboard. Ich will aus, dass es auch Snowboard nicht sein, aber ich will 1080. Neuen 1080-Teil, neues 3D Mario, neues F-Zero, neues Star Fox. Ich will alles in einem Leben. Wave Race. Ich will alles, was Nintendo zu bieten hat, in einem Leben. Guckt euch diese geile Grafik an. Oder ein neues Ice Climbers. Das wäre auch mal geil, oder? Vielleicht sogar auch ein 3D, wo man den Ice Climbers Berge einfach hochklettern muss. Das ist dann Geschicklichkeits-Jump-One-Spiel-mäßig. Wenn wir wieder ein 3D-Jump wollen, das gab es ja, glaube ich, auch schon mal. Eigentlich, ja. Ich finde die richtig, richtig cool. Ja, ist ja der Hammer. Darf ich hier reiten? Fahr auf dem Wasser! Ach so. Ich dachte jetzt, ihr könnt vielleicht tauchen oder sowas, aber ich fahre auf dem Wasser. Und jetzt habe ich keine Ahnung gefragt, wo ich durchfahre. Durch den Damm. Ah, Deutsch. Das ist eine richtig, richtig geile Strecke. Guckt euch das mal an, wie ich überall rumfahre, so auf dem Berg. Jetzt wieder in Schnee. Das ist wirklich richtig geil. Das sieht auch richtig, richtig hammer aus. Und nach
hier wieder total überall Abzweigungen. Boah, da kann man da noch richtig rausgehen. So, letzter Abschnitt. Da fahren die Leute wieder hoch auf den Dach und wir gucken mal, ob wir die vier Schanzentournee hier kriegen können. Oder ist das die 12-Grad-Stunde? Kann ich auch sagen. Yoshi, Gewinner der 12-Grad-Tournee! Mit einem unglaublichen Absprung zum Ende noch hin. Wuhu! Schafft er es? Er schafft es! Unglaublich! Ein neuer Rekord! Yoshi mit einem neuen Weltrekord! Oh mein Gott, die Menge tobt! Es ist unglaublich! Ein Freudenfest! Was für eine Show, Yoshi! Mein Gott, unser Held! Richtig geiler Abschluss für den Star Cup. Das war ein richtig geiler Abschluss für den Star Cup. Daumen hoch, würde ich sagen. Der Hammer. Da freue ich mich ja jetzt auch ein bisschen auf die Highlights. Heute bei Mario Kart. Die 12-Kart-Tournee. Dann bin ich leider nicht spontan genug, um jetzt was dazu auszudenken. Schade eigentlich. Aber mein Gott. Passiert auch nicht so wirklich viel. Naja, das gibt wieder keine 3 Sterne, das muss ich nochmal fahren. Also nicht jetzt, aber irgendwann bestimmt. Aber auch ein richtig geiler Pokal wieder. Ja, wir hätten jetzt dafür freigeschaltet. Macht aber auch nichts. Wir kümmern uns erstmal um einen anderen Cup und zwar den. Was kommt denn da jetzt? Kommt erstmal ein neuer Charakter. Auch nicht schlecht, brauche ich auch nicht. Es kommt, was kommen muss, der Blood Cup. Ah, das heißt deutschen Blood Cup. Ich sag Leaf dazu. Leaf Cup. Blood Cup. Blitz Cup. Nehme ich die deutschen oder die englischen Namen für die Let's Plays? Also ich tagge auf jeden Fall beide. Aber welchen benutze ich? Ich glaube, ich bleibe beim Englischen. Leaf Cup klingt irgendwie besser als Blood Cup. Ja. Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hier Wario Arena. Noch eine DS-Strecke, an die ich mich nicht wirklich erinnere. Ich meine, ich habe Vergleichsvideos gesehen, von daher weiß ich, dass sich die auch sehr verändert hat. Also wenn ich sie wiedererkennen würde, würde ich sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Aber da ich sowieso keine Ahnung mehr von der verdammten Axt. Aber da ich sowieso keine Ahnung von der Strecke mehr habe, kann ich jetzt leider nicht sagen, wie groß der Unterschied tatsächlich ist. So gut kenne ich mich der Strecke dann leider nicht mehr aus. Ich weiß allerdings, dass es die Anti-Gravity-Zone gleich auch nicht so in der Art gab. Also man ist hier irgendwie noch nur weiter durch den Schlamm gefahren. Und gegen es hier irgendwo die Gravitationszone gibt. Weil der eigentlich zu stufen. Da hat man ein bisschen umgebaut am Stadion. Hier das Wasser gab es logischerweise auch nicht, weil man noch nicht drauf konnte. Aber ich finde es so eigentlich auch ganz schön. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das Original war, aber. Warum kann auch gefällt. Ja, eigentlich egal, wie das Original war. Nein! Und Yoshi freut sich trotzdem. Wie bekloppt. Yay! Yoshi!
So, der nächste Trick versuch mal, um den nachher was zu machen. Ich brauche einen Trick. Ja. Tja. Boah, Schmutz halt auch im Kamer. So, das war jetzt rechts vorwärts, rückwärts, nach hinten. Und auch bei den Kleinen kann man, glaube ich, bei den Kleinen kann man auch schon einen Unterschied machen. Je nachdem, welche Pose Yoshi dann bringt. Habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich auch ziemlich cool, dass man ein bisschen mehr entscheidungsfrei in den Tricks hat. Ohne, dass es wirklich kompliziert wird. Ja gut, es gibt nur diese zwei, aber ich kann mich auch tatsächlich frei entscheiden, welche von denen ich mache. Das ist so witzig, ja. Da ist immer der Panzer am Wahl. Boah, wo springe ich denn? So, diesmal würde ich gerne nochmal gewinnen, aber ich denke, das sollte möglich sein. Und da fliegt er ins Ziel. Das ist der helle Wahnsinn. Und da hat man übrigens gerade die Kamera sich umdrehen gesehen, weil ich nämlich kam. Schön, dass ich es auf Kamera habe, dass ich die Kamera drehe. Schön, dass ich das mit der Kamera auf Kamera habe. Ich finde es auch schön, dass man mich jetzt nochmal sieht. Ich habe ein bisschen Angst, dass man mich so gar nicht mehr sieht bei meinen Let's Plays, weil ich so weit vorne sitze und dementsprechend mit dem Licht hier hinten höchstens noch Schatten machen kann. Hui, jetzt kann ich. Selbst. Ja. Ah, runter. Das ist so total bescheuert, was ich hier mache. So. Okay. Konzentrieren wir uns auf die Strecke. Was haben wir denn hier? Eine Gamecube-Strecke. Und das ist tatsächlich etwas neuer, weil. Pass mal auf. Juhu! Das gab's im Gamecube-Original halt gar nicht. Also weder mit Wasser noch ohne. Das ist einfach mal eine halbe neue Strecke. In der Strecke. In der Retro-Strecke. Ja, also es ist eigentlich gar nicht mehr einfach nur eine nachgemachte Strecke, sondern es ist eigentlich schon halb eine neue Strecke. Die nur auf der alten basiert. Ziemlich geiler Scheiß. Denn das gibt es tatsächlich, das fahre ich gleich nochmal. Das gibt es nämlich nochmal. Nämlich hier. Durch die Absperrung durch. Scheiß auf die Absperrung. Anarchie! Gibt es nämlich nochmal einen neuen Teil mit ein paar Quappen drin. Quallen, nicht mit Quappen. Keine Kaulquappen, es sind auch keine Kaulquallen. Wobei, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja Kaulquallen. Ist aber auch wurscht. Ja. Ja, auf jeden Fall ist der Teil neu. Also den gab es im Original tatsächlich nicht. Aber ich finde das ziemlich cool. Dass es sich mit den Retro-Strecken wirklich so viel Mühe machen und auch irgendwie die Aurora. Das Polarlicht, genau. Polarlicht heißt es Deutsch. Alles ziemlich, ziemlich geil gemacht. Oh, da ist ein Loch. Nein, da geht's. Und dem Feuerwerk. Ich mag Feuerwerk. Feuerwerk ist eine geile Sache. Feuerwerk sollte es zu mehr Anlässen geben. So ein Woodstock zum Beispiel, das ist halt geil. So nachts einfach mal ein Feuerwerk machen zu können. Am besten reinfeiern und dann einfach ein Feuerwerk. Das ist halt geil. Das ist zwar, glaube ich, auch illegal, aber. Ja. Aschi. Nee, man sollte sowas dann. Wenn es illegal wird, sollte man sich vielleicht noch dreimal überlegen, ob man es tatsächlich macht.
Aber ich fände die Idee eben wirklich ganz nett, wenn es jetzt legal wäre, dazu dann ein bisschen Feuerwerk zu machen. Ich meine, wenn man eine Rakete jetzt in die Luft schießt, das wird ja keiner nachweisen können. Naja, vielleicht. Es ist eh egal, weil ich nicht an einem Wochenende Geburtstag habe und glaube ich an die Uni muss. Welchen Wochentag habe ich Geburtstag dieses Jahr? Keine Ahnung. 7. Juli, falls es irgendjemand nachgucken und mir in die Comments schreiben möchte, darf er das. Muss aber nicht, weil ich kann es auch selbst nachgucken, also das wäre kein Problem. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, was da jetzt noch für Strecken kommen. Es müsste ja eigentlich eine 3DS-Strecke kommen. Müsste nicht kommen, aber die kommt auch. Persönlich finde ich eine ziemlich geile Strecke. Also die Instrumentalpiste ist eine meiner Lieblings-3DS-Strecken. Von daher finde ich es sehr geil, dass sie wieder da mit dabei ist. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die so großartig überarbeitet haben wie die anderen Strecken. Also die Musik ist definitiv geiler. Ich finde es eigentlich schade, dass es hier nicht tatsächlich Ich finde es schade, dass wobei ein bisschen reagiert es tatsächlich drauf. Ich wollte gerade sagen, ich finde es schade, dass es nicht tatsächlich auf das reagiert, auf was ich gerade fahre, so die Lobentechnische. Aber so ein bisschen zumindest, was die schwarzen Tasten angeht, scheint es ja doch zu reagieren. Wie gesagt, ich bin musikalisch jetzt auch nicht unbedingt auf der Höhe. Also ich würde es auch nicht erkennen, aber ich glaube, es hat sich so nicht danach angehört. Zumindest auf dem Klavier war es ja dreimal dieselbe Melodie. Was nicht sein kann, es sei denn, sie hätten dreimal die gleiche Oktave. Auf der anderen Seite. Ach, es reagiert, zumindest in irgendeiner Weise. Ist hier. Ah, nein. Ah, verdammt. Ich hab Fahrzeug gespielt. Aber das ist ja auch blöd. Ich meine, ich kann mich hier schlecht kratzen. Ich muss ja fahren. Das Item festhalten. Wenn ich das Item loslassen könnte, könnte ich vielleicht nicht nur kurz kratzen. Das ist ja nicht denken, aber. Lorhansa! Oh nein, die sind alle an mir vorbeifahren. Die Schweine. Aber nicht mit mir, Freunde der Nacht. Ja, da bräuchte ich einen Pilz. Ich bräuchte einen Pilz. Aber es hat gereicht, um mich wieder auf den ersten Platz zu frachtieren. Frachtieren finde ich ein geiles Wort. Das war totaler Blödsinn, aber frachtiert. Ich habe mich frachtiert. Und die Pflanzen sind in der letzten Runde auch ein bisschen schneller. Falls es irgendjemandem aufgefallen ist. Wie gesagt, das sind alles so Details. Ich weiß nicht, ob sie in den Retro-Strecken auch schon mit drin waren. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So oder so ist aber ziemlich egal. Und auch hier gerade, dass ich hier, als ich an die Wand gefahren bin, dass da tatsächlich Noten einfach mal rausgekommen sind. Ist eine sehr geile Sache. Also. Finde ich echt cool. Das sind alles so kleine Details. Hier auch nochmal die Triftdinger, die dann tatsächlich wohl auch in den Strecken bleiben, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Ah, ist schon schön. Nicht Teil als Ansehen. Danke, ist cool, aber wird dann doch lieber das nächste Rennen. Oder wollt ihr euch die Highlights ansehen? Nein. Ihr habt keine Wahl, denn jetzt kommt das Yoshi-Tal. Der war spontan und ungeplant, aber ihr habt keine Wahl, denn jetzt kommt das Yoshi-Tal. Ja, whatever.
Yoshi Valley, wirklich eine meiner Lieblingsstrecken auf dem N64. Und die Musik, hört euch die Musik an, das ist doch richtig, richtig gut. Und auch hier, diese Strecke ist einfach so unendlich geiler als das Original. Ja, hier gibt's wohl offensichtlich auch so eine Kanone, wo man sich rausschießen lassen kann. Hier gibt es so einen Tunnel, den gab es im Original definitiv nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich gerade lang fahre. Bin ich denn früher mal lang geguckt? Nicht hier noch. Ah ne, doch. Hier bin ich schon aus. Okay. Aber ja, es gibt jetzt irgendwie überall Yoshi-Eier rum, was auch dieses große drehende Ei etwas besser erklärt. Und auch die Bäume mit den Super Mario World Früchten nennen wir. Und es ist halt einfach alles richtig. Ja, Wild Yoshi Sanctuary, also quasi ein Schutzgebiet für wilde Yoshis. Ziemlich witzig finde, dass sie da eine Kartbahn durchbauten, aber machen. So, ich glaube, ich bin immer hier rumgefahren. Links, rechts und dann hier durch den Tunnel durch. Wobei, nee, das kann ich sagen, weil in dem Tunnel war ich krasch. Ich habe mich das beim N64 Let's Play schon gefragt, wo bin ich denn lang gefahren? Ich muss bei Gelegenheit mal auf die Karte gucken. Was der kürzeste Weg sein könnte. Momentan habe ich dafür nicht wirklich Zeit, weil ich fahren muss. Schade. Soll ich nicht mal eine Banane abholen mit einem neuen Item, einfach nur noch ein bisschen Abwechslung ins Spiel zu bringen? Ach, die Musik ist der Hammer. Nein, kein Dauerpanzer. Gut, wenigstens wirbelt er nicht so komplett aus der Bahn. Er wirbelt sich zwar durch die Luft, aber immerhin nicht außer Bahn. Ich doch. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob der Weg schneller war oder nicht, aber. Zumindest bin ich immer noch in Position 1. Nein. So, dermaßen aus dem Tag, das Ei springt. Ja. Das ist hier wohl auch eine coole Sache. Das Ei springt einfach, wenn ein Blitz kommt. Das ist ein sehr nettes Detail. Das arme kleine Ei hat sich erschreckt. Beziehungsweise das arme große Ei hat sich erschreckt. Eine Runde Mitleid bitte, ja? Ja, aber nee, wenn man nur allein Let's Play kriegt man irgendwann, dann spricht man mit. Ich spreche mit euch, ich spreche mit eben niemandem, weil. Nee, keine Ahnung. Schade. Aber gut, wir schauen uns einfach mal die Ergebnisse an und ich freue mich auf das Highlight-Reel im Yoshi-Style. Und bin am Überlegen, ob ich noch eine Runde spiele. Also je nachdem, wenn auf die Kamera noch was passt, dann spiele ich direkt noch den Special und den Blitzer. Ansonsten müsst ihr nicht warten, denn das ist mit Sicherheit vielleicht dann auch schon online. Oder kommt zumindest die Tage definitiv online. Ja. Nee, ihr müsst definitiv nicht warten. Auf keinen Fall warten. Ich muss warten. Mindestens 12 Stunden. Weil ich mich dann heute Abend wahrscheinlich nicht nochmal hinsetze und spiele, dann werde ich wahrscheinlich eher was anderes machen. Aber das ist auch richtig wie Tanuki Mario. Also cool. Das ist auch echt cool gemacht. Also mit dem Pokal waren sie auch wirklich kreativ. Aber gut, wie gesagt, das war's mit dem Part. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nochmal ein, wenn es wieder heißt Mario Kart 8.